Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal kein Workout mit mir, sondern das erste Video einer neuen Reihe von mir, wo es nur um das Thema Pilates-Technik, die häufigsten Fehler im Pilates geht und auch wahrscheinlich die ein oder andere Frage sich bei euch beantworten wird, die ihr euch bestimmt mal während des ein oder anderen Workouts gestellt habt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich die Videos drehe, weiß ich natürlich nicht, wie führt ihr das zu Hause aus. Und allein in meinem Studio, wo ich sehr viele Kurse die Woche unterrichte, sehe ich, obwohl ich präsent bin, wie viele Fehler sich doch das ein oder andere Mal einschleichen. Deswegen starten wir mit so einer Kursreihe. Also nimm dir wirklich mal bewusst die Zeit, hör mir zu, gehe auch vielleicht mit rein und probiere bei dir selbst mal aus. Und wenn du Fragen haben solltest, schreibst du mir in die Kommentare. Heute, das erste Thema ist die Pilates-Atmung. Eins vorweg, die Atmung ist genau andersrum als im Yoga. Merke dir folgende Sache. Du atmest ein durch die Nase, du atmest aus durch den leicht geöffneten Mund. Die Einatmung ist kürzer, die Ausatmung wird etwas länger ausgeführt. Mit der Ausatmung wird immer die Körpermitte angespannt. Die Körpermitte-Anspannung gehen wir aber im nächsten Video durch. Wichtig zu wissen, die Brustkorbatmung im Pilates oder Flankenatmung auch genannt, ist keine oberflächliche Atmung, sondern eine Atmung in deine Rippenbögen. Wir haben 12 Rippenpaare und jetzt schaut mal auf meine Hände. Die erste Rippe, die liegt hier oberhalb schon des Schlüsselbeins und die letzte Rippe läuft hier unten im Bereich der Taille. Das heißt, wenn ihr jetzt meinen Abstand der Hände seht, eine relativ große Fläche, wo ihr hineinatmen sollt. Ihr könnt euch das Ganze auch so vorstellen wie einen Sonnenschirm, den man aufspannt mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder zusammengeht. Das Thema Atmung, das ist das, was ich in meinem Alltag oft von meinen Leuten gespiegelt bekomme, ist ein schwieriges Thema, weil wir trainieren die Atmung ja nie. Die Atmung ist für uns ja einfach nur da und wird einfach als gegeben hingenommen. Eine wichtige Sache noch vorab, egal in welcher Position du im Pilates mit mir zusammen arbeitest, die Atmung kann nur dann gut funktionieren, wenn du Haltung aufbaust. Wenn du in sich gesunken bist, egal ob du sitzt, ob du stehst, kann der Hauptatemmuskel, das ist der Zwerchfellmuskel, nicht vernünftig arbeiten, weil wir klemmen ihn so ein bisschen ein und der ist auch bei den meisten von uns verspannt. Also gehe bitte vorbereitet in die Haltung und in die Länge rein. So, wir starten jetzt mal vorab, ein bisschen Training, ein bisschen Technik. Du legst mir die Hände auf die Rippenbögen drauf. Du schaust, dass deine Hände vorne sind und die Finger greifen hinten auch die Rippen, die du spüren kannst. Jetzt schließe, wenn du möchtest, die Augen oder schau zu mir. Jetzt lenke den Fokus mal auf deine Atmung. Jetzt atme mal ein in deine Rippenbögen. Durch die Nase und mit der Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund spüre mal nach, was machen deine Rippen. Du atmest ein, die Rippen weiten sich, das Zwerchfell spannt an und mit der Ausatmung gehen die Rippen automatisch wieder zusammen. Das machen andere Muskeln, aber auch eure Bauchmuskeln, die steuern auch die Atmung. Du atmest ein in die Rippenbögen, die weiten sich und mit der Ausatmung gehen sie wieder zusammen. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen betonter. Du atmest ein durch die Nase. Und mit der Ausatmung schiebe mal mit deinen Händen so ein bisschen deine Rippen noch mehr zusammen, dass du nachspürst, wie der Unterschied ist. Einatmen, weiten, Rippen gehen auseinander und mit der Ausatmung gehen die Rippen zusammen. Du atmest ein, die Rippen weiten sich und mit der Ausatmung gehen sie wieder zusammen. Und jetzt, wie ich es zu Beginn gesagt habe, ist die Ausatmung länger. Jetzt atme ein. Und mit der Ausatmung schiebe die Rippen zusammen und atme etwas länger aus. Atme ein, weite die Rippen. Und atme aus, schiebe die Rippen wieder sanft zusammen durch die Ausatmung. Einatmen, noch ganze zweimal mehr. Ausatmen, zusammenschieben. Und ein letztes Mal noch ein. Und atme aus. Wieder zusammenschieben. Sehr schön, ihr Lieben. Ich gebe euch jetzt noch eine kleine Übung, wenn ihr das zu Hause trainieren möchtet, so einen kleinen Extra-Tipp von mir. Ihr nehmt euch zu Hause einen Schal oder so ein Seidenschaltuch, legt euch das Tuch mal um eure Rippenbögen drauf. Wenn ihr das vorne habt, nehmt ihr das über Kreuz und zieht euch das ein bisschen enger, als wolltet ihr euch die Taille enger schnüren. Und so habt ihr so einen leichten Widerstand und dann merken die Rippen auch, das sind die Rezeptoren im Bindegewebe, wo die Bewegung besser hingehen soll. Also Tuch spannen, vorne kreuzen und dann die Pilates-Atmung ausführen. Einatmen gegen das Tuch, den Widerstand und mit der Ausatmung länger ausatmen und so ein bisschen das Tuch auch zusammenzuschieben.
Dadurch wirst du merken, wenn du das einige Male wiederholt hast und das Tuch dann weglegst, dass deine Atmung sich schon viel besser bewegen kann und du viel mehr Bewegungsspielraum hast. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.